Wir haben uns einen riesengroßen Traum erfüllt. Und zwar haben wir uns dieses fette Feuerwehrauto hier gekauft. Das ist das einzige Fahrzeug, das so groß ist, dass wir entspannt zu Neuntum reisen können. Unser Plan ist es nämlich, mit unseren Freunden einen Roadtrip durch Norwegen zu machen. Und dafür bauen wir jetzt das Feuerwehrauto zu einem richtigen Expeditionsmobil. Den Kasten hier können wir nicht mehr gebrauchen. Den flexen wir jetzt runter und dann kommt da eine richtig gemütliche Wohnkabine drauf. Wir haben den ganzen kleinen Scheiß jetzt rausgeräumt. Wir müssen alle Träger, die nach oben gehen, einmal durchflexen und dann ist das ein Cabrio. Es wird Zeit, aus dem Feuerwehrauto einen Pickup zu machen. Oha. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was ist denn hier passiert? Ups. Naja, ist wenigstens unten. Ja, und es ist jetzt so einfach. Zum Glück bauen wir das neu. Der erste Tag war schon richtig erfolgreich. Morgen machen wir mit den Reparaturen für den TÜV weiter. Gute Nacht, Freunde! Am nächsten Tag wollten wir direkt die riesigen Offroad-Reifen montieren und um Platz dafür zu machen, mussten wir als erstes die Kotflügel abschrauben. Dann kam die erste große Überraschung. Unter den Kotflügel haben wir riesige Rostlöcher entdeckt. Den Rost mussten wir großflächig einmal ausschneiden, haben uns passende Blechstücke zugeschnitten, die dann wieder eingeschweißt und verspachtelt. Das Ganze war echt super viel Arbeit und hat uns 2 Tage im Zeitplan zurückgeworfen. Oh, dieser Anblick. So geil. Ey, ich meine, guck dir das mal an. Im Vergleich zu drüben. Das ist so krass, wie brutal unser Feuerwehrauto einfach aussieht. Das wird immer mehr zum Offroad-Expeditionsmobil. Ich freue mich so unglaublich darauf, damit nach Norwegen hochzufahren in den Schnee. Weiter geht's mit der anderen Seite. Hoja! Die neuen Offroad-Reifen sind jetzt drauf, den Anblick müssen wir jetzt einmal kurz genießen. Mit den riesigen Reifen sollten wir auf jeden Fall nirgends mehr stecken bleiben. Einige von uns waren nämlich schon mal in Norwegen und sind die ganze Zeit mit dem Sprinter im Schnee stecken geblieben. Ich glaube, wir stecken fest. Im Vergleich zum Sprinter hat das Feuerwehrfahrzeug echt einige Vorteile. Es hat Allradantrieb, Differentialsperren und ist einfach so riesig, dass die Fahrt nach Norwegen damit echt entspannt werden sollte. Erster Eindruck? Ich möchte keine 11 Stunden hier drin sitzen. Warum denn nicht? Darauf sitzt man. In dieses Projekt fließt nicht nur unsere ganze Leidenschaft, sondern auch sehr viel Geld. Deswegen sind wir dankbar, dass Partner wie Shopify uns solche Projekte möglich machen. Shopify macht nicht nur dieses Projekt möglich, sondern auch unseren Online-Shop. Den betreiben wir schon seit Anfang an mit Shopify und sind damit wirklich sehr zufrieden. Wir haben echt keine Ahnung vom Programmieren, mit Shopify ist das aber kein Problem. Man muss kein krasser Designer sein, bei Shopify kann man aus super vielen Vorlagen einfach auswählen und so richtig schnell seinen eigenen Shop bauen. Außerdem hat man von Anfang an die gleichen Vorteile wie richtig große Shops. Wir haben auch gerade wieder richtig nice Produkte bei uns im Shop. Den Adler Hoodie gibt es in neuen Farben und wir haben auch wieder Kinder-T-Shirts. Zu den nächsten 300 Bestellungen legen wir diese Aufkleber vom Expeditionsmobil dazu. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn ihr auch anfangen wollt, eigene Produkte zu verkaufen, können wir euch Shopify echt empfehlen. Geht dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung und baut mit wenigen Klicks euren eigenen Shop. Vielen Dank an Shopify, dass ihr dieses Projekt unterstützt und euch viel Spaß weiter im Video. Lass uns ein letztes Mal noch diesen Anblick genießen. Ja komm, wir machen es einmal an. Es ist jetzt gerade ein super trauriger Moment und zwar müssen wir das Blaulicht und den Feuerwehrschriftzug abmachen. Das ist nämlich nicht legal, so rumzufahren. Aber dafür machen wir da richtig coole Lampen dran. Das hat der Luke zumindest versprochen. Eindeutig kein Feuerwehrauto mehr.
Aber jetzt ist es legal. Steht ja auch nicht mehr Feuerwehr drauf. Aufs Feuerwehrauto soll hinten eine Wohnkabine drauf gebaut werden. Dafür wollten wir eigentlich den alten Boden wiederverwenden. Auf Rat von Profis haben wir uns doch dazu entschieden, einen neuen, richtig stabilen Rahmen zu bauen. Alle sind top motiviert, bis auf Daniel, der will einfach nur noch ins Bett gehen. Warum denn? Ich will das fertig machen. Warum willst du ins Bett gehen? Letzte Nacht nur 3 Stunden gepennt. Aber ich kann nicht schlafen, wenn das nicht fertig ist. Beim Schweißen haben sich einige Stahlrohre verzogen, die mussten wir dann richtig akkurat wieder zurückbiegen. Wir haben uns wirklich sehr viele Gedanken gemacht, wie man einfach und günstig so eine Wohnkabine bauen kann. Als erstes haben wir ein neues Stahlgerüst für den Boden gebaut und das dann mit dem Zwischenrahmen verschraubt. Der Aufbau bekommt eine zweite Etage, die nur zum Schlafen dient, und damit die genauso groß ist wie die untere, verschweißen wir das hier direkt einmal drüber, ziehen es dann hoch und schweißen dann die Eckpfosten rein. Endlich, ey. Weißt du, wie lange ich hiervon geträumt habe? Die ganze Woche schon und schlecht. Warum hast du schlecht davon geträumt? Ich wusste halt nicht, ob wir es schaffen. Das hier oben drauf zu setzen? Ja, das so fertig zu kriegen und dass das alles funktioniert. Noch ist gar nichts fertig. Ja, aber der Weg ist schon, also man kann schon was erkennen, weißt du? Das sind die ersten kleinen Erfolgserlebnisse. Das stimmt, ja. Daniel, Moment der Wahrheit, der Stapler fährt raus. Eventuell kracht mir gleich die Decke auf den Kopf. Es scheint tatsächlich zu halten. Scheint sogar echt stabil zu sein. Ich bin überglücklich, wie weit wir gerade sind und ich freue mich einfach so sehr, damit loszufahren in den Norden. Regel Nummer 1, Geschichte schreibt sich nicht von alleine. Ruhe, du bist so weise. Oh. Ah, und falls ihr es noch nicht wusstet, wir haben eine zweite Etage, das wird ein komplettes Matratzenlager. Da werden wir alle schlafen. Damit wir in Norwegen nicht erfrieren, isolieren wir die Wände mit diesen Sandwich-Paneelen hier. Die sägen wir jetzt einmal zu und bauen die dann ein. Jetzt geht's weiter mit Zerstörung. Und zwar ist es in Norwegen so kalt, dass keiner Lust hat, außen herum umzusteigen. Deswegen flexen wir jetzt hier in Lochwald. Jetzt kann man hier auf der Sitzbank chillen und wenn man frische Luft braucht, lehnt man sich einfach zurück und kann frische Luft atmen. Kung Fu! Das war doch schon witzig, oder? Ich glaube, die Zuschauer haben wahrscheinlich sehr gelacht gerade. Das hoffe ich. Ich weiß aber nicht, weil die es so krass fanden, was du gemacht hast, oder weil es einfach so lächerlich aussah. Ja, das war krass, Alter. Wir machen direkt mit der Zerstörung weiter und zwar flexen wir ein Loch für die Tür rein. Neue Tür kommt. Wir sind bei dem Projekt an einem Punkt angekommen, wo wir echt alleine nicht mehr weiterkommen. Deswegen fahren wir jetzt zu den Jungs von 4Wheels24. Die bauen Expeditionsmobile hauptberuflich und haben richtig Lust, uns bei dem Projekt zu unterstützen. Ich gehe.
Auf dem Hinweg gleich werde ich einfach sowas von schlafen. Ich leg mir hier eine Matratze rein. Die erste Bauwoche ist vorbei, nächste Woche ist Abfahrt. Unsere Freunde haben sich nämlich schon Urlaub genommen und den können sie leider nicht mehr verschieben. Das zu schaffen wird auf jeden Fall eine richtige Herausforderung. Bleibt gespannt, am Montag kommt das neue Video, wir sehen uns dann. Tschüss!